Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Mad Games Tycoon 2 mit mir den Pyrus. Wir haben wir hatten eine kleine neue Firma gekauft. Neues Gebäude. Wir machen nämlich jetzt noch Motion Capture. Ich habe keine Ahnung, ob das zu groß ist, aber auf jeden Fall ist das die richtige Größe. Bam. Arbeitsplatz 1. Ich glaube, das reicht für ein Motion Capture Büro. Okay, ich brauche noch einen Mitarbeiter. Mal gucken, wie weit einer so kommt. Aber vielleicht ist es ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man dafür jetzt unfassbar viele braucht. Arbeitsmarkt, ich glaube, kann man auch ganz gut vorstellen, dass einer reicht. Arbeitsmarkt, warte mal. Was wäre denn? Musik und Sound, nee. Was sind das? Designer? Nee. Also Motion Capture ist eigentlich jemand, der, eine zur Erklärung, ist eigentlich jemand, der so Schauspieler aufnimmt und das sehen, aber Mount Support, Game to Hardware und Technik, und wieder Technik. Du bist der Richtige dafür. Beim nächsten Spiel kommst du dann mit wahrscheinlich, außer das macht das andere Game macht jetzt genug, aber dann kommst du am nächsten Spiel dann. Ah. Kannst du nicht irgendwie an der Auftragsarbeit machst du gute Arbeit, aber schnell. Ah nee, das ist nur. Ah, okay. Nee. Okay, das ist egal. Okay. Ja, aber relativ schnell. Das ist das Billigste. Ja, komm, das Billigste kannst du einbauen. Dann haben wir Spielanimation, genau. Fangen wir mit leichten Motion Capture Arbeiten an. Aber nur das Billigste. Lange brauche, aber es geht. Es geht voll gut. Okay, lange brauche ich nicht. Ich habe erst gedacht, um Gottes Willen, das war viel, voll wenig. Oh, dann baue ich ein Scheißhaus, ne? Kacken, kann ich kacken. Obwohl er kann. Also eigentlich kann er rübergehen. Und reingehen. Ah, der wird mich um Kacken finden. Ich bin überzeugt. Boah, ey, wie groß meine Firma mittlerweile ist. Oh Gott, nachher noch mit Motion Capture. Jawohl. Das auch kosten. Nee, beim nächsten. Es wäre unvernünftig. Es wäre unvernünftig, weil die auch gerade alle fertig sind. Das wäre dumm, wenn ich das jetzt machen würde. Die ganze Entwicklung für das Spiel. Ja, die noch, ja genau, die noch dabei. Genau, warte, ich erhöhe mal. Warte mal, ich mache das mal anders. Die brauchen wir dafür deutlich zu lange mittlerweile. Ich mache mal hier ein kleines Grafikbüro. Grafikstudio. Genau.
Also, das sieht aber witzig aus bei dem, ne? Genau, hier sollen auch nur zwei, nicht zwei Mitarbeiter so arbeiten. Also, das wären, wow. Machen wir drei. Machen wir hier nochmal drei. Ein schönes Grafikstudio und ja. Nee, alles andere wäre auch unvernünftig, weil dann bringe ich die Produktion in Stoppen. Auch wenn ich will. Bei dem Spiel schon. Aber es war unvernünftig. Man muss seine Grenzen. Also was sind die Grenzen? Ich habe das Geld. Also jetzt nicht, aber habe ich gleich. Ist ja so gut wie. Ich habe das Geld so gut wie. Sagen wir es so. Sind wir ehrlich, so gut wie habe ich das Geld. Aber noch nicht ganz. Das ist auch vollkommen okay. Aber so gut wie, ich hab's ja gleich. Das Geld ist sozusagen in dem Spiel drin. Adam Order mit Motion Capture. Mit Emotion Capture, ey, da freue mich sehr. Oh, es macht aber schon Bock, ne? Mal hier. Ich meine, ganz ehrlich, wo wir angefangen haben, ne? Und jetzt sind wir bei Motion Capture. Frage natürlich. Ich weiß natürlich auch nicht, wie er hier 2015 wird, ne? Ob wie viel dich da dann noch verbessert, weil das ist schon sehr hochwertig für 1994. Weiß es noch nicht. Mal gucken. Auf einmal bis 2015 bin ich durch, weil jetzt haben wir ja noch. Es sind noch 21 Jahre, ne? Ja. Ja, mal gucken. Also spätestens bei 2015 sind wir durch. Ich bin mir selbst noch unsicher. Aber ich glaube, ich kann mich gut vorstellen, dass ich es doch wieder mache. Einfach weil das Game dafür zu sehr liebe. Dem Game. Ja gut, die drei hier, ja komm. Gut. So, jetzt müsste jetzt deutlich schneller gehen. Genau. Jetzt hat's eine Geschwindigkeit, die ich akzeptiere. Aber das Game muss raus. Siehste. Wir haben kein Spiel mehr. entwickeln. Genau. Wie auch wär's? Gut. Und 586. Die Handlung und das Gameplay sind einfach klasse. Von Langeweile nicht zu sehen. Die ausgefallene und aufwertende neue Grafik, ein echter Hingucker. Zum Sound, musikalisch bewegen wir uns auf einem sehr hohen Niveau. Die Steuerung ist wirklich überragend. Man kann sofort losgehen. Das Spiel fühlt sich rum klasse an. Es ist beinahe perfekt und gesetzt Maßstäbe. Der macht sofort einen Spielebericht. Von dem neuen natürlich. Und dann werden wir da einfach das übernehmen. Ist ja, das Geld haben wir. Auf jeden Fall Wettereffekte. Das wäre mal ganz, ganz wichtig. Nice! Ey, unsere Firma wird sehr schnell sehr viel größer. Ja. Wer lange keinen mehr gekündigt hat. Also, das Spiel war schon fertig. Wie ist denn das Spiel ausgefallen? Ansehen. Es ist immer noch zu viel.
Okay, zu einfach und zu viel für Core Gamer. Gehen wir noch einen zurück. Okay, nächstes Spiel. Ich bin ganz auf. Oh Gott, bin ich auf. Oh Gott, bin ich gespannt. Spiel entwickeln. Wir nennen es einfach Motion. Wir übertragen komplett. Ja, also ich setze eher auf großen Marktanteil als auf Leistung. Klar, ich könnte mehr machen, wenn ich jetzt nur den PC versorge. Aber das ist nicht meins. Wohl die Wettereffekte bis noch rein, ne? Ja. Wetter kommt. Ja gut. Goldene Schallplatte erhalten. Wie nice. Ist hier noch etwas, wo ich jetzt VR-Helm-Support. Aber irgendwie, wir haben ja schon das meiste Helm-Support, okay. Ich glaube bald bis ob dieses Jahr 2015. Ich glaube, das ist aber das Ende, ne? Oder? Keine Ahnung. Also modern Controller. Effizient, das bräuchten wir noch. Bevor das nächste Spiel dann kommt. Also die beiden. Und dann müssen wir mal auf das nächste drücken, nämlich AA. Also AA. Also AA, also kacken. Nein, also Doppel-A. Aber ich glaube. Jeder Level 3 wurde. Du kannst das. Okay. Ja, obwohl. Oh Gott, nein, nicht Stufe 3. Uff, jetzt kann ich alles nochmal neu machen. Ja. Alles noch mal neu. Wie? Okay. Oh, das ist auch eine Fummelarbeit, ne? Hier gab es Support. Sorry, aber Support. Ach, warte, man muss das. Ach so, warte. Ach so, warte. Oder alles immer umdotieren.
Und da darf er ja nicht stören. Oh Gott. Ah, Leute, ich muss jetzt, oh Gott, ich muss jetzt hier rumhantieren. Ah, so wird's gehen. Also, okay, warte, warte, warte. Ich haben wir's, wir haben's gleich. Ich krieg das hin. Wir haben's eben gerade gehabt. Tada! Danke, okay, die habe ich die sind. Find's aber auch nett, dass die halt nicht sagen. Ah, okay, letztes Mal habe ich das. Oh, letztes Mal habe ich das händisch gemacht, ich Vollpfosten. Aber finde ich ja nett, dass ich nicht sah, wie viel das wirklich kostet, ne? Mein Gott, ich habe das Geld locker, aber es ist ein bisschen lustig. Okay, jetzt sollten alle auf dem neuesten Stand sein, ne? Ich glaube ja. Ja, modern Catcher, nice. Modern Control, genau. Sehr schön. Ab aus, nochmal Pause machen. Okay. Also heute gehen wir in die Produktion, ne? Von Motion. Okay, ist schon fast eingestellt alles. Subi muss ich ja. Oh ja, nice. Zum Glück merkt sich das Spiel. Das ist nicht mal nett. Mural, ja. Und ja, okay. Und oh Gott, es reicht bald nicht mehr. Ganz knapp noch. Also weil wir auch, ich weiß nicht, nutzen, aber die brauchen wir ja auch nicht. Okay, was geht's? Oh. 8-Bit, warte. Ah, okay. Die nächsten Engines. Die fressen mir noch zu viel. Ja, also die Generation und Marktanteil, die ist noch nicht so da angekommen, muss man sagen. So beim großen, bei 3. Sind erst bei 1, bei 2 einkommt die. Also die Käufer. Die sind noch nicht auf dem höchsten Stand, die sind noch nicht so weit. Damit ihr auch alle gleich anfangt. Und nicht einer hier. Der eine fängt ein bisschen später. Nein, ihr fangt jetzt alle schön gleich an. Ah, genau. Und der Schrott auf das mich natürlich am meisten freue. Ah, bisschen Muffensau hat man natürlich. Hat natürlich sau viel Geld, wenn ich mal rein investiere. Wie? Gut. Oh, hier fehlt ein Ding. Oh, warte. Oh Gott, ich hab Angst, wenn wir gleich auf Start drücken. Ich meine, klar, was dann passiert, aber. 3, 2, 1. Let's go.
Motion, Motion. Kann man ja nicht noch einen? Nee, warte, theoretisch. Okay, der braucht sehr lange. Ganz, ganz theoretisch könnte man. Motion, Motion. Nee. Da war schon ein Ding. Da war schon zwei Leute. Nein! Bugs. Obwohl, wer fällt auch noch das sehr lang, ne? Man weiß ja nicht. Geht ja bis jetzt, ne? Mal gucken, wie lange das Game noch jetzt in der Entwicklung ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das auswirkt auf das Game. Ein bisschen, natürlich, ein bisschen Schuss habe ich. Oh Gott, wie Platz wir noch gar nicht genutzt haben. Ah, warte, wollt ihr mal was zum Kacken hinbauen? Warte, ich baue immer was zum Kacken hin. Sorry. Ich bin so aufgeregt über das Spiel, dass ich gleich ganzes Kacken vergessen habe. Ich habe das Kacken vergessen. Nein. Oh Gott. Warte mal. Ist egal. Entschuldigung, ich muss die Privatsphäre schützen. Tut mir leid. Die Privatsphäre ist mir halt einfach sehr wichtig. Wenn man reinguckt, man muss ihn bitte beim Scheißen sehen. Spot an. Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut, warte. Oh ja, sehr schön. Ja, das passt. Ja, sehr, sehr schön. Den sieht man richtig gut am Kacken zu. Das freut mich. Das freut mich um meine Altbekannten. Ich habe eigentlich nie einen Mülleimer hingestellt. Wo braucht man schon Mülleimer? Ja. Eine Kaffeemaschine. Ich würde aber so einen Hotdog-Stand am liebsten hinstellen. Und irgendwie so eine, keine Ahnung, eine Knabberbar oder so. Irgendwas zum Essen. Würdest du dann lustig finden, wenn Leute sich eine Erdnüsse holen vom Scheißhaus. Okay. Ist, glaube ich, auch nur mein Humor. Ja. So, hier und. Genau. Oh, Alter, wie viel Geld das macht. Voice-over. Voice-over, Leute. Voice-over, habt ihr es gehört? Voice-over. Obwohl, ihr müsstet dafür erstmal was anderes entwickeln. Nämlich sonstiges. Genau. Ich brauche AAA. Ich brauche noch ein A. Ja, es sind Selbstvertrauen. Aber das will ich ja nicht. Naja, verdammt, wenn wir heute schon groß genug sind, um zu sagen, wir vertreiben die Spiele selber. Jetzt schon auf 40 auf 60 und obwohl noch so viele Bugs drin sind. Nice. Hä? Wo geht er denn? Hey! Wo geht der Kerl hin?
Genau, macht mal schön mehr, ey. Vielen Dank. Genau. See Replay. Was? See. An den Replay-Funktion. Ja, das ist uninteressant. VoiceOver ist erstmal sau interessant für ein Spiel. Haben wir das auch gar nicht? Wusste ich gar nicht. Das werden wir schon. Bin aber nur Aufenthaltsraum, ne? Komm, warte, bevor ihr da immer irgendwie die ganze Zeit hinterher rennt. Mal immer noch einen kleinen Aufenthaltsraum. Damit man immer sieht, wer Pause macht. Dartautomaten. Genau. Bilder. Ich weiß, meine lieblosen Räume, ne? Aber ganz ehrlich, ich glaube, da braucht man auch nicht viel Zeit investieren. Das ist einfach nur so. Ja. Warum soll ich eigentlich einen Fernseher hinbauen? Denken die echt, ich lasse den, dass wir meinen Mitarbeiter im Fernsehen gucken. Ja. Oh Gott, wir zurückgehen, egal. Wo kommt der denn immer her? Was macht der denn die ganze Zeit? Sag mal hier, Mensch. Arbeite. Junge, wenn du natürlich weiter arbeitest, sind auch 3 Jahre. So, die anderen sind schon fertig und du bist nicht mal. What the fuck? Okay, warte, das müssen wir ausbauen. Mindestens 3 Mitarbeiter. Warte mal, ja. Wenn ich das so mache, geht das? Nee. Ja gut, egal. Warte, macht aber anders. Ich baue daneben noch ein paar bisschen was. Finden das gleich später. Da will ich mir mal einen Kaffee holen zwischendurch, ne? Aber dennoch finde ich, dass 2 Leute ganz gut passen. Deshalb habe ich den Raum ja gar nicht. Oh, ich muss die Räume mal einrichten. Das vergesse ich immer. Tut mir leid. Ich weiß, ich muss es machen. Ich bin nicht so der Raumeinrichter. Ich bin der Ding. Das war, ich bin der für eine Person. So. Ja, genau. Ja, ich nehme mal random, was ich gerade sehe. Was sind das eigentlich? Hardware-Technik, ne? Ja, ich nehme mal so an. Genau!
Jetzt sind wir gerade im Game irgendwie los ist, aber egal, oh Gott. Hoffentlich regelt sich das beim nächsten. Genau, jetzt geht's besser. Jetzt geht's besser. Hä, wie du geht der, wie geht dir der Kaffee holen? Ich habe gar keinen Kaffeeautomaten. Achso. Oh Leute, immer dieses. Oh. Was lauft dir da eigentlich die ganze Zeit hin? Du musst hier gar nicht hin. Du bist Grafiker. Und nicht, keine Ahnung, Wachmann. Läuft dahin, läuft hier hin. Hier ist hier keine. Das ist hier keine Ausstellung, kein Museum hier. Das ist eine Spieleentwicklung. Spiele. Das heißt nicht Museum. Spieleentwickler haben was Besseres zu tun, als Dinger da drum zu rennen. Ja, was machst du denn hier? Geh ja zurück, oder? Okay, der haut nicht ab. Ja, bald dürfte ich abhauen. Ihr habt was Richtiges tun. Na gut, nach dem Bugstone. Oh Gott, die brauchen echt lange. Oh Gott, lohnt sich bei dem Game? Würde es lohnen? Bis jetzt sind wir bei 60-80%. Okay, jetzt zwei Baum müssen. Wusste ich nicht. Jetzt geht's auch viel schneller. Ja genau, da gab es ja auch einige Unterbrechungen. Warum ist noch in der Ding lassen? Wie viel hat das jetzt gemacht? Wie viel? 12 Millionen? Ja, okay. Ich meine, noch können wir es lassen. Wir machen da erstmal kein Geld, aber wenn wir nachher mehr machen. Ich meine, jetzt geht's ja schneller. Momentan ist das sowieso Minus, ne? Vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten. Und dann wenigstens ein... Wenn wir schon wenig weniger machen, dass wir dann... Und 1995 haben wir überlebt. Nice, die Firma hat 19... Dann geht's dran. Ich hab kein Spiel, das Spiel so zu verkaufen, keine Lust. Da wird so viel Geld reingesteckt. 3,5 Millionen, da habe ich keinen Bock, dass ich dann hier nur eine weniger rausbekomme. Wir können hier vielleicht mal aus Spaß eine Position zu haben, nicht, obwohl eine Position wir brauchen momentan gar nicht. Oh, es ist weg, oh Gott, sehr gut. Und dann würde ich sagen, ja, endlich mal abschließen. Abwisch versuchen. Nice. Mitreißende, Mitdringegefühl, dank Handlung und Spielmechanik. Ein famoses. Art Design, Schreckenwarte bleibt einem die Spucke weg. Sehr entspannter, einludender Soundtrack, der viele Ohrwürmer enthält. In Sachen Steuerung aber neue Benchmark. Der Titel ließ mich für viele Nächte nicht los. Der Haussegen hängt schief, aber das war es mir wert. Sehr gut. Hat zwei Genres übrig. Themen.
Jetzt werden wir noch durchlaufen, ein paar Team. Natürlich. Wieder einen Spielbericht erstellen. Von Motion. In welcher Reihenfolge entwickeln die jetzt eigentlich? Nein, schon wieder. Was soll denn das? Okay, zum Glück ist das Spiel gleich. Nee, oder das Spiel ist gerade draußen. Nein, ihr habt das extra abgewartet. Ey, flachläuft mich. Ach Mensch. Das war ganz gut, wenn er das dann mal alles hier fertig entwickelt. Die ganzen Team, dass wir die alle mal haben. Vampire immer cool. Zombies sind auch cool. Oh, ein Vampir-Rollenspiel. Bock zu machen. Spielentwicklung. Für die Entwickler, die hiermit selbst scherzen, ein bisschen scherzen. Oder ein Polizei-RPG. Rennsport. Jetzt können wir auch ein Rennspiel gleich machen. Ja, genau. Jetzt können. Genau, Sport. Wir können nochmal ein anderes Genre machen, ne? Ich hätte auch ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Das andere zu machen, was ich mich nicht auskenne, weil die Fallhöhe höher ist. Ich hab's viel Geld, aber so viel Geld dann auch nicht. Ganz ehrlich, jetzt haben wir hier. Wollen wir noch ein paar Entwickler? Komm. Wollen wir noch mal ein paar? Ich glaube, das. Ja, machen wir noch ein paar Entwickler. Entwicklung. Machen wir noch ein paar Entwickler. Das sind normal, wie viele Entwickler? Tut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Entwickler sind das jetzt wieder. Ja gut, dann hole ich mir nochmal 8 Leute. Den hier, der hält. Manche für Preis. Ja, genau, manche für Preisbestellungen haben. Ist ja schrecklich. Wilfe 1, 2, 3, 5 noch 3. 5, 6, 7, 8. Genau, und ihr macht natürlich wie immer. Wo ist er? Damit. Sehr schön. Nice. So, sehr, sehr, sehr gut. Okay, gut. Hier neue Forschung. Das können wir machen. Und oh ja, das brauchen wir. Dynamische und zerstörbare Welt. Das brauchen wir für unser nächstes Spiel. Dann würde ich sagen, dass wir können das noch ganz kurz durchlaufen und dann mache ich einen Cut. Dann mache ich einen Schnitt für heute und dann werde ich für heute auch aufhören. Mit 10 Millionen, Alter, wir sind, glaube ich, richtig gut. Wir haben eine relativ große Firma. Wir können auch hier und da ein bisschen was erweitern. Ne, hier die neue. Genau, wir können hier noch, die haben immer noch viel, viel Platz. Wir können immer noch viel erweitern. War noch nicht was, aber ja. Auf jeden Fall, was ist denn das nächste zu kaufen? 16 Millionen und 53 Millionen und das ist so das teuerste, ne? 95, also ja.
Alles gerne, mit Videospielen machen wir immer mehr. Und ja, Minispiele. Was? Nein! Oh Gott, machen wir mal, gut, mal automatisch beenden dann. Ach du Scheiße, ich muss immer den Haken rausmachen, das ist voll. Ja. Ich denke immer, es ist nur für eine Liste gilt, aber der Haken geht leider für mehrere Listen. Ist aber nicht schlimm. Ist so, egal. Game of Chat, ich bin froh, dass wir. Na, auch damit. Ich vergesse es am nächsten Mal. Spiel sind sie wieder. Genau. Ich stelle das schon mal ein, aber jetzt mache ich so und wir speichern. Und beim nächsten Mal. Ja, geht's dann weiter mit Games Tycoon 2. Wir haben dann ganz viele. Wie viele Themen haben wir jetzt eigentlich? Können wir mal runter gucken. Wer unterstützt denn nicht? Der hier. Themen. Boah, guck dir das an! Yo, hier. Woo! Nice. Weltkriege, Viren. Ey, Leute. Ja, 2021. Wir müssen ein Spiel mit Viren machen. Das muss. Nächstes Mal müssen wir ein Spiel mit Viren machen. Wir leben im Jahr 2021. Ich mache kein Spiel über Pandemie und Viren. Ey, das geht doch nicht. Wichtig. Wir machen realistische Spiele. So, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann, euer Pyrus. Ich trinke auf euch einen Schluck Kirschwasser. Bis zur nächsten Folge, also morgen. Ciao.